Zum Thema Mittelstand im Wandel fanden sich gestern zahlreiche Besucher zum Norddeutschen Wirtschaftskongress im Rasterdom Vechta ein. Realisiert wird die Großveranstaltung bereits seit 2006 durch Studenten der privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta. Moderator Jared Dibaba ist bereits zum zweiten Mal dabei und von der Kompetenz der Studenten begeistert. Ich mache hier viele Veranstaltungen, auch Kongresse und Podiumsdiskussionen und so weiter. Ja. Und ich finde, die haben das wirklich hochprofessionell gemacht, vom ersten Kontakt an, und das war vor 4 Jahren bis jetzt. Und die Gruppe, die das jetzt macht, macht es ja auch sozusagen from the scratch, vom Kontakt bis über die Planung. Es ist ja keine professionelle Eventagentur, die das macht, sondern vom Verhandeln, von der Planung, vom Briefing, alles, was so dazugehört, bis so ein Programm steht, war ich wirklich überrascht, wie professionell die Studenten das gemacht haben. Und das finde ich schon mal sehr lobenswert. Ja. Bereits im Dezember 2017 begannen die Planungen für das Event. Und wie aufwendig so etwas sein kann, merkten die Studenten schnell selbst. Wir haben auf jeden Fall viel dazugelernt. Also wir hatten natürlich auch kleine Problemchen. Viele Sachen haben sich auch viel länger und viel mehr hingezogen, als wir gedacht hätten. Aber ich denke, dass wir für unsere Zukunft sehr viel gelernt haben. Einfach wie viele Dinge gehen und wie man praktische Aufgaben, neue Projekte angeht, weil das ja alles für uns auch neu war. Aber wir haben aus jedem Problem unseren Erfolg gezogen, kann man fast sagen. Referenten aus verschiedensten Bereichen der Wirtschaft kamen zum Informationsaustausch nach Vechta. Zum Schluss wurde es dann nochmal spannend, als Gastredner Gregor Gysi über den Mittelstand im Zeitalter der Globalisierung referierte.